Zack. F11 drücken, warten bis ich Bild habe. Zack. Perfekt. Zack. Okay, okay, okay. Normalo, bist du bereit? Dann, ja, mach, dann mach du dieses Mal das Intro. Ich will aber nicht. Okay, soll ich's machen? Mir egal, mir egal. Nein, mach du, komm. Ich mach so. Moin Leute und... Okay, warte. 3, 2, 1. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Varo-Video auf meinem und Toms Kanal. Und genau dieses Mal ist es die Folge 3. Das heißt, wir haben die letzten zwei Folgen überlebt. Das heißt, wir haben am Anfang gleich Dias gefunden. Beim nächsten Mal haben wir dann ein bisschen weiter gestutmined, um weitere Dias zu finden. Und es hat auch weniger geleckt. Und dadurch wurde die Aufnahme nur 15 Minuten, nicht so wie beim ersten Mal. Circa 40 Minuten. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich rein, oder? Naja, moin moin noch an meine geilen Zuschauer, Leute. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch beim lieben Normalo. Danke, 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 dass ihr alle eingeschaltet habt. Das ist jetzt mittlerweile Folge Nummer 3. Unser Ziel für heute ist Full Dia. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Vielleicht sogar noch in Nether. Wird aber alles sehr, sehr eng. Also Full Dia für uns beide sollte in der Folge auf jeden Fall drin sein. Ich hoffe, wir schaffen das Ganze. Und ich würde sagen, wir können reingehen normal, oder? Bevor wir reingehen, wollen wir wirklich auf Full Dia gehen oder wollen wir jetzt lieber schauen, dass wir jetzt Iron, also jede Chest Dia hat und dann, dass wir mit Nether gehen? Stimmt, weil es ist, glaube ich, echt schlauer, erstmal Level zu farmen, solange die Level noch quasi da sind. Hast du recht, hast du recht. Oder wollen wir uns bereit machen für Nether und einfach... Das Problem ist, Dias können wir ja immer noch ranholen, aber die ganzen Nether-Sachen irgendwann nicht mehr, you know? Vielleicht wäre es echt smart, wenn wir jetzt in Nether gehen, oder? Jetzt sofort in Nether gehen, werden wir diese Folge nicht schaffen, da brauchen wir jetzt zwei Folgen. Okay, okay, okay. Dann lass jetzt einfach Dias farmen noch weiter, oder? Ich würde sagen, wir fahren Dias und wir machen kurz vor Ende Schluss und gehen dann wieder zum Portal. Passt, passt, passt. Und dann kriegen wir das hin. Die letzten 5 Minuten dann nehmen wir dann quasi dann dafür. Schluss, packen alles zusammen, dass wir alles im Inventar haben, die letzten 5 Minuten, schauen, dass wir Richtung Portal gehen und dann kriegen wir das Ganze hin, oder? Jo, sehe ich genauso. Okay, Leute, dann können wir rauf, oder? Gehen wir drauf. In alles klar, 2, 1 und let's go. Folge Nummer 3. Einer ist auf dem Server, ne? The Diamond Zone ist alleine, das heißt eigentlich ganz gut. Ich find's kacke, dass die Time schon abläuft, obwohl man sich noch nicht bewegen kann. Ja, alles chillig, alles gut. Alles gut, alles gut, sind ja nur 10 Sekunden. Aber okay, ich probiere jetzt hier nochmal so schnell wie möglich, so viele Dias wie möglich zu farmen. Dafür ist es auch Schutzzeit für dich, das heißt, dass ich sofort gekillt werden. Jo. Also ich nehme lieber die Schutzzeit. Ich habe auch eine Schlucht gefunden mit ein paar Zombies und... Ja, musst du immer schauen, kannst ja mal vielleicht so durchzoomen oder so. Idiotischen Zeug. Ich nehme auf jeden Fall hier nochmal das Redstone mit. Vielleicht bauen wir noch eine geile Redstone-Falle. Bleibt auf jeden Fall gespannt, auch wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Chat. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, absolut gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vielleicht noch das erste Mal gerade ein Video schaut, lasst super gerne ein Abo da, lasst auch auf jeden Fall ein Like da und natürlich auch ein Abo und Like. Bei den lieben Normalo ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und sonst schreibt irgendwelche Tipps, die ihr habt, wenn ihr es vielleicht selber schon mal so ein Varo-Projekt mitgemacht hattet oder selber sehr aktive Minecraft-Spieler seid. Schreibt gerne irgendwelche Tipps in die Kommentare. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich werde mir alle Kommentare durchlesen. Ja, super, super gerne, Leute. So. Ich habe, glaube ich, ein bisschen eine größere Höhle mit Eisen und Gold gefunden. Ich hatte gerade echt Angst kurz, dass ich nicht aufgenommen habe, Alter. Aber ich nehme zum Glück auf, alles gut. Meine Aufnahme läuft seit 3 Minuten schon. Alles gut, bei mir auch, alles easy. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass ein Creeper links von mir ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich Dias kommen. Ich rieche das nämlich ein bisschen. Oder es könnte auch mein Schweiß sein. Okay, ich weiß, wo der Creeper herkommt. Hallo Creeper. Nee, du läufst nicht in die Lava. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Komm, Dias. Du bist nicht sozial. Komm, Dias, okay, oder wenigstens einiges an Gold. Gold ist auch geil. Aber was sagt man so zu einem Creeper, der genau einen Block schafft, wegzuspringen? Was ist das? Ich glaube, ich habe einen anderen Gang gefunden, Normalo. Ich weiß nicht, ob der von uns ist. Der Gang, das ist, könnte meiner sein. Der ist auf jeden Fall... Geh mal Gang entlang. Nee, geh ich jetzt nicht, geh ich jetzt nicht. Warte auf mich. Geh ich jetzt nicht. Ich komm meinen Gang entlang, dann siehst du mich vielleicht. Ich bin der Beste, ich habe Dias gefunden. Oh, ich bin so geil. Einfach random, der arme Bruder, der hier in den Gang gebrudert. Ey, alle mal F in die Kommentare schreiben. Oh mein Gott. Der war so nah dran an Dias. Ich hab sie so gerochen, Alter. Es gibt wirklich kein geileres Gefühl, als Dias zu finden. Nee, das kann nicht mein Gang sein. Scheiße, das kann echt nicht denken. Dann müssen wir echt weg hier gleich. Aber hier, ich hoffe, hier ist keiner. Aber der war auch auf Höhe 10, deswegen wundert mich das.
Nee, das bin nicht ich. Weißt du, wo ich bin überhaupt? In deinem Gang. Ja, ich weiß, wo du bist. Also wenn du immer noch im gleichen Gang bist, dann ja. Ja. Ach so, ich sehe deinen Namen. Das bist du. Alter, ich dachte gerade, das wäre der Random. Hä, hey, da sind wir ja schon beieinander zusammen wieder. Ist ja übel gut. Gold nochmal. Im Boostergang, Boostergang? Hier, warte. Hab ich dazu gebaut, da vorne. Schau mal. Das ist uns dein Gang. Das ist mein eigener. Den du zugebaut hast, ist dein eigener Gang. Aber Kopf hoch. Perfekt. Oh, dann F an mich selber in die Kommentare. Ich kann nicht mehr sprinten, perfekt, ich habe kein Essen mehr. Aber wenn ich eh schon zurückgelaufen bin, dann kann ich auch ganz kurz... Ey, jetzt muss was Gutes kommen. ...machen und mir Essen gönnen. Jetzt nochmal Dias auf entspannt. Ich habe jetzt schon wieder... Oh, warte, ich muss ganz kurz... Oh, ich habe leider immer noch keine Lava. Warte, ich weiß, wo welche ist, wenn du willst. Alles gut, wir finden schon wieder welche. Ich muss ganz kurz nur ein bisschen aussortieren. Andesit braucht mal kein Schwein, ne? Oh, oh, es kommen wieder zwei Leute auf den Server. Aufpassen. Vielleicht sehen wir heute in Folge 3 unseren ersten Fight. Ich sneak die ganze Zeit, alles gut. Ja, ich nicht. Auch immer ab und zu. Ich habe kein Essen mehr, Normalo. Kannst du mir kurz ein bisschen Essen geben? Hol selber. Ich bin ewig weit von dir weg, glaub mir. Hä? Du warst gerade genau in mir. Ja, und dann bin ich weggerannt, hab mir Essen geholt. Ich hab keine Ahnung, wo Essen ist, Bruder, wirklich nicht. Also wirklich null Ahnung. Den deinen Gang zurück, also den Gang, den du gespottet hast und dachtest, es ist nicht vom Gegner. Ich dachte, der wäre ein Dias, holy shit. Hä, dann hab ich, das war ja übel perfekt dann. Ich hätte ihn. Und dann einfach einen Tick nach links, glaube ich, ist es noch. Hä? Wie gut war das denn, dass ich den Gang gefunden hab? Das hat mich ja übel gecarried. Oh mein Gott. Das war übel gut. Ich höre Zombies, okay. Macht einen ruhigen Jungs. Das war der dein Gang, wo ich dich vermutet habe, dass du drin bist. Hä, wie geil, dass ich. Hä, das war übel gut. Komm, jetzt nochmal Dias finden. Auf entspannt. Auf entspannt. Die spawnen jetzt einfach so in mir. Plötzlich. Auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, nicht mehr auf der Höhe. Ach, ich habe das Gefühl, normal, du kommst ja lost in Minecraft. Ich loot eine Höhle. Ich loot eine alles Höhle, gut, alles gut. Gut. Weil, wie viel Gold hast du schon, by the way? Ich habe, glaube ich, einen Stack Zucker. Ich habe. Ey, warte, ich kann ja nebenbei brennen, eigentlich. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich es nicht aufgesammelt habe. Was? Nachdem mein Inventar voll war, glaube ich. Oh, normalo. Ich habe wieder 15 und 17. Und 7 Gold geschmolzen sogar. So, ich habe hier ein bisschen was gebrannt. Ein bisschen mehr Gold, alles chillig. Ich habe hier ein bisschen was gebrannt jetzt. Das sollte alles gut durchbrennen jetzt. Auf ganz, ganz entspannter Basis. So. Jetzt wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns am Ende zurückmachen in die Richtung Mitte. Oh mein Gott, da ist eine Hexe. Soll ich die töten? Vielleicht kriege ich was Geiles von der. Nein. Nicht? Lass die Hexe Hexe sein, glaub mir. Lass die Hexe Hexe sein. Ich hab keinen Bock, dass wir an der Hexe sterben. Als ob man an der Hexe stirbt. Ah! Danke fürs Nicht-Killen, wir werden die Ersten verschonen. Alles Hexe gut. Scheiß OP, Tom. Ja, alles gut. Die Hexe mochte mich. Die hat mich nur vergiftet. Scheiße. Ein halbes Herz, wenn sie einen Schadenskrank wirft, bist du tot. Ich hab die schon getötet. Aber ich hab kein halbes Herz, ich bin auf... ich bin auf 6 Herzen oder so. Alles easy. Ich und Hexen sind so... Dafür habe ich so extra kurz aufgehört zu bauen. Ich habe hier einen Riesen. Ich habe echt. Ich tue den mal ganz kurz mit Lava. Ich denke mal, das also mit Wasser, das macht eigentlich mal Sinn. Ich sag dir ehrlich, ich habe sogar ein bisschen Angst gerade. Warum? Digga, hier sind echt ein paar Leute auf dem Server gerade. Ich mache mir mal zur Sicherheit eine Dia-Hose. Wem Angst haben? Ich mache mir eine Dia-Hose kurz, ja? Kann ja nicht schaden. Angst haben. Ich lasse die Dias lieber in Ruhe, die. Also nicht die Dias, sondern. Ich lasse die Dias. Scheiß auf die Dias, ich brauch die nicht, heißt normalo. Nee, ich lasse das Gold lieber in Ruhe. Das war im Ort, wo ich. Wo die halt. Wo Lava direkt daneben ist und ich nicht gescheit fluten konnte. Immer fluten. Ja, und eh immer, aber. Ich höre Lava, ich hab Angst. Das ist eine riesen Lavasee, die kann man nicht fluten, tut mir leid. Lavasee, Lavasee, Lavasee. Oder Lava-Schlucht eigentlich eher, kann man es nennen. Oh, ich hab hier Ding, Lava nicht übersehen. Oh, Gold, lol. Wie geil ist es, sich umzudrehen, einfach Gold in der... jetzt zurückzukommen, um das in Richtung... Lass noch, ich bin echt nicht weit weg von unserem Spawn. Komm mit, komm zurück, wir müssen in die Richtung Mitte losgehen. Jetzt schon? Glaub mir, ja.
Nicht, dass die Leute da warten. Lass mich noch. Die dürfen uns nicht killen. Lass mich noch 2 Minuten warten, bitte. Noch ganz kurz. Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich Dias. Bitte. Ich hab das Gefühl. Die kommen hier gleich. Du musst auch Dias finden. Ich habe schon fast einen Stack Dias gefunden. Lass uns auch gleich Verzauberungstisch machen erstmal. Dass wir schon mal alles auf Schutz 1 wenigstens haben. Jo, können wir machen. Aber wir tun, ja. Weil Schutz 1 ist okay. Ein Hurricane übrig, das macht Sinn, oder? Ja. Dann brauchen wir nicht. Komm! Okay, ich geh zurück. Ich geh zurück normal. Ich werde mein Steinschwert wegwerfen. Das war eine Sprengung von dir, oder? Ja, ja. Ich hab kurz ein bisschen meine Sprengkünste gezeigt. Du hast nicht zufällig Äpfel, oder? Hier, Normalo, gib mir mal. Hier, ich geb dir ein Dia. Brauchtest du ja für eine Brustplatte. Und jetzt gib mir mal bitte dein Papier oder so. Ich geb ein Buch, warte. Ich geb mir 30 Sekunden. Okay, oder so. Wie kaufen wir das Papier so rum? Und dann mache ich direkt einen Enchanter. Ist, kann ich es aufdroppen? Ja. Sehr geil, Enchanter. Ich will es noch nicht blazen, den wobei mit dem. Ich enchante jetzt schon mal. Macht das Sinn? Ja, doch, safe. Also Eisenequip enchanten, dir würde ich noch nicht enchanten. Sicher? Dann willst du eher auf Bücher gehen? Ja, safe. Ich würde schon mal safe. Sicher, weil das, wenn wir jetzt echt fighten, dann haben wir echt einen kleinen Vorteil, wenn wir jetzt schon enchanted sind. Würde ich trotzdem machen. Ich schaue mir, dass ich hier Protection 1 auf die Hose. Ja, Digga, ich krieg Projectile Protection. Willst du mich verarschen? Nee, ich mache jetzt Schärfe 1 schon mal aufs Schwert, okay? Doch, normal, du glaub mir. Das ist gut. Ich mach alles Projektil Protection, ich muss. Ich hab Schärfe 1 jetzt aufs Schwert, glaub mir, das wird's bringen. Ich enchant meine Picke, dass ich ein neues Enchantment von Helm bekomme. Und dann baue ich schon mal hoch, ja? Oder sollen wir unseren Weg hochnehmen, den wir hatten? Wir nehmen den. Das geht wesentlich schneller als Gott. So. Soll ich dann auch mein Schwert noch bei was bekomme ich aufs Schwert? Ich habe Schärfe 1 jetzt genommen. Ich bin echt überlegen, noch meinen Helm oder so zu dingsen, weil das bringt was, glaub mir. Ich habe einfach meine Eisenrüstung enchantet. Okay, ja. Mein Boots ist halt Projectile Protection, brauche ich nicht drauf machen, Bruder, oder? Dann enchant deine scheiß Picke davor und dann nochmal deine Boots. Ja, okay, smart. Ich nehme alles mit. Alle Öfen. Und alle Enchanter. Jo, ich hab den Enchanter dabei. Okay, dann let's go. Ab in die Mühle. 3 Sekunden, ich muss schauen, dass ich nichts verliere. Hier habe ich zum Beispiel. Wo ist denn, wo haben wir denn hochgebaut? Weißt du das noch? Da unten steht ein Creeper, okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das war. Ich glaube, wir sind irgendwie ins Wasser gefallen, kann das sein? Wir sind gedroppt von der Höhe von oben. Ja, aber wo war das? Komm mit. Irgendwo hier. Oder hier vielleicht? Vielleicht müssen wir hier noch hoch, Normalo. Schau mal. Ja, geh mal hoch. Iron? Ich glaube, das hätten wir mitgenommen, wären wir hier gewesen. Ja, weiß nicht. Ja, wollen wir hier einfach hochbauen? Hier nach oben. Jo. Ich steck mich jetzt straight, ja. Nicht straight, doch, doch, kannst du machen, glaub mir. Weißt du, wie riskant es ist, wenn der Gürtel ist? Das ist OP, glaub mir. Ich bin E-Sport ready. Na, wenn neben der Quavel ist, sagst du das, okay? Ja, ja, alles easy. Ja, aber das spart uns so viel Zeit, glaub mir. Jetzt sind wir in irgendeiner Höhle hier. Können wir wieder ein bisschen höher laufen. Was ist los, Normalo? Nein, ich sag nichts dazu. Ich hab grad ausstehen, dachte mein Lava neben meinem Cobblestone ist, was absolut dumm ist. Muss ich mal wegändern. Ich bin gleich oben. Hab ich gerade ausgesehen. Ich schwöre, ich bin auf dem größten Berg einfach oder so. Ich bin draußen. Ist Nacht draußen. Wack. Klar. Worum bist du rausgegangen? Ganz sicher nicht darum. Ich baue dich einfach hoch jetzt. Es gab keinen Weg raus. Ich habe mich hochgebaut.
Es gibt bestimmt einen Weg raus. Geh doch einfach. Ich gehe hier noch kurz das Dings holen. Das Zuckerrohr. Wenn ich sterbe, dann bist du was von du schuld. Meinetwegen. Aber nicht meine Fackel im Inventar. Dass ich zur Not den Quirbel weg. Eine Minute haben wir noch, Normalo. Weißt du jetzt, warum ich so schnell hoch wollte? Jo. Alter, wie unlucky kann man sein und direkt unterm Baum rauskommen? Okay, ich komme zu dir und dann laufen wir ab in die Mitte. Ich bin bei dem schwarzen Schaf. Jo, ich komme. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das war. Siehst du mich schon irgendwo? Im Sneak mal? Ich sneake nicht. Ich race gerade. Ja, ich sehe dich. Sehr gut. Okay, komm. Ich schau auf kurz. Du nicht. Ja, mach ich nicht. Alles easy. Komm hier lang, komm. Jo, bin da. Auch auf Gegner achten, ne? Wollen wir eigentlich fighten, wenn wir welche sehen? Kommt drauf an, was die für ein Equip haben, ne? Können wir. Ja, die Kuh müssen wir mitnehmen für Leder. Normalo, mach kurz Pause. Ich komme sonst, verliere ich sonst. Jo, bin da, kannst weiter. Der Spawn ist bei. Okay, ich hab einen Spawn. Ich hab ganz kurz nachgeschaut, wo der Spawn ist. Okay. Ist der nicht bei 0-0? Nee, nicht ganz. Auch gucken, ob wenn wir Zuckerrohr finden, immer Zuckerrohr mitnehmen, ne? Weil Zuckerrohr ist echt okay. Was? In 30 Sekunden schon wieder gekickt werden? Ja, eben deswegen. Deswegen sage ich, da ist ein Zombie-Villager-Klimmer. Den kriegt kein anderer. Komm, so weit laufen, wie es geht. Oder wollen wir uns einbauen? Das ist ein Dorf. Lass zum Dorf. Das ist ein Dorf, aber sowas von. Aber das ist sowas von geblutet. Das ist so weird, aber am Anfang. Ne, wir bleiben hier, bei den Lavasee. Ich baue mich hier ein. Komm rein. Du baust dich noch nicht mit sowas zu. Bau dich doch wenigstens mit Dirt. Na egal. Okay, das war's für heute. Oh mein Gott. Wir sind nicht gestorben, ein weiteres Mal. Wir werden nächste Folge direkt in den Nether gehen. Jo, das ist eine Folge vorproduziert. Let's go. Sehr, sehr geil. Wir werden die Folgen auch wahrscheinlich vorproduzieren. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und Hashtag Suppenschweine, wie immer. Vorschläge, wie immer. Hashtag Suppenschweine, ihr könnt auch gerne bei den anderen Hashtag Suppenschweine schreiben. Aber bitte nicht spoilern, also nicht, was wir haben. Nicht uns sagen, was die haben. Bitte nicht, das ist absolut asozial. Jupp. Ist nicht so toll. Und damit, Leute, war's das mit dem Video heute. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, welche auch zur Uhrzeit auch immer ihr das gerade schaut. Leute, haut rein und ciao. 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 Alter, geil. Genug Varo für heute. Hi, ich bin Larry. Hi. Ich liebe Dixie so hart. Dixie. Hat ein Bart, aber hänge rum mit Glas. Glas. Hänge rum mit Glas, ich bin Larry. Geh du wie Rippe, gib mein Fick auf meine Lippe, denn Dixie ist nur meine. Meine. Ooh.